Yo, servus und herzlich willkommen zurück zu einer Runde 10 vs. Gothic 2 oder X vs. Gothic 2. Müsste jetzt Folge 20 sein und ja, begrüße euch ganz herzlich auf meinem kleinen schnuckligen Kanal. Yo, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang um den heißen Brei und schauen, was der gute Umut uns vor die Tür gelegt hat. Das eisige Auge. Ja, wir sind im Kloster. Ich bin mal gespannt. Ich sehe die drei Magier vor mir erobacht. Jetzt könnte es sein, dass vielleicht da eine kleine Sauerei ist, dass die auf uns losgehen. Mal gucken. Achtung! Oh nee. Alles harmlos? Ich hab dich auch nur verarscht. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, schön, dass er uns ein Schwert gelassen hat. Das ist doch lange bekannt. Ach, sehr schön, Magierrobe. Wahrscheinlich hat er schon die oberste Feuermagierrobe gehabt. Diese ellenlange Inventur beschleunigen wir mal. Naja, okay, was machen wir jetzt? Ich könnte jetzt, glaube ich, mit ihm gleich reden. Lass mich bloß in Ruhe! Dass wir das Auge gefunden haben, aber ich will nicht schon wieder die Folge anfangen und die ganze Zeit in Dialogen das sein. Ich glaube, ich mache jetzt zuerst mal die... Halt mal die Gosch und mach die Augen auf. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Du sagst das. Das sind doch alles nur... Da haben wir ja noch was. Ist da auch noch irgendwo was? Habe ich noch gar nicht gewusst. Ich kann das nicht mehr hören. Naja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Taverne. Haben wir dafür einen Teleporter schon? Genau, gibt's das da einen in dem... Nee, müssen wir laufen. Erzähl dir doch. Okay, dann würde ich sagen, Retro-Mucke ab und das sind doch wir bewegen uns zur Taverne. Ich hätte das anders gemacht. Bei der Inventur, welche wir beschleunigten, beschloss Remo die schnaubende Kreatur am Pass zu erledigen. Gleich dämmert dem Holzkopf was. Ich bin ja auch blöd. Du sagst das. Die schnaubende Kreatur ist ja nicht bei der Taverne, sondern am Pass von Corinis, da ist ja der Garn. Und wir haben doch bestimmt einen Teleportstein hier. Pass zum Minental. Corinis, perfekt. Ego zum Pigapokos. So. Und ich glaube, oh, da ist ein Suchender. Wir nehmen erstmal einen Mana-Trank. Feuerpfeil, Feuerball nehmen wir. Ich speichere erstmal und die Kreatur müsste meines Wissens da hinten sein. Das sind ein paar Lurker, können wir gleich mal testen, wie viel Bums wir machen. Ach, das klappt doch schon mal gut. Mana-Tränke haben wir auch. Ich habe auch in der Folge überlegt, wir könnten Jorgen mal eine Challenge stellen. Genau, zum Beispiel 30 Mal mit Nadia aufs Zimmer gehen. Wie zum Beispiel Fist Only. Wenn Nadia das mitmacht. Müssen wir bloß im Speicherstand vermerken. Und ja, ich habe nicht einmal geschaut, was wir für Statuswerte haben. Stufe 10, Kreis 3. Ja, ordentlich. An mir ist ja blöd gesagt Kapitel 2 fast komplett übergegangen. Deine Grammatik ist mal wieder zu bewundern. Ich weiß nicht, wie weit wir in der nächsten, also beim nächsten Durchgang sind. Und deswegen möchte ich jetzt gleich mal meine Challenge ausspielen. Ich denke mir jetzt mal was aus, bis wir den Ding abgeben. So, die schnaubende Kreatur. Das war ja einfach. Oh, eine bessere Waffe, Wolfszahn. Schauen wir mal, ob wir die gleich anlegen können. Perfekt. Sag mir bitte, für was brauchen wir eigentlich noch eine Waffe? Ha? So, jetzt müssen wir bloß noch Garn finden. Wenn er noch lebt. Glaubst du wirklich, dass er noch lebt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Graf wieder eine mentale Kernschmelze bekam und hat ihn umgebracht. Aber normalerweise steht er ja hier bei dem Wasser rum. Schau mal, das ist Corinis Pictures. Grüß dich, Windir. Wann kommt dein neuer Song? Machst du endlich mal Mette? Geht's noch? Ich hab doch nur gefragt. Ist ja gut. Aura, ich hab's verstanden. Aura, Windir. Kannst du das mal lassen? Spinnst du? Jetzt komm mal wieder runter. Aura, es reicht. Dann mach doch Eurodance. Oh mein Gott. Du hast Windir gegrillt. Du verdammtes Schwein. Ist mir ein bisschen zu heiß hier. Von wegen heiß.
Den zünd ich an! You win! Oh Mann. Wenigstens ein bisschen Gold. Mal ein bisschen heilen. Ja, wo ist Garn? Normalerweise müsste Garn jetzt hier irgendwo auftauchen. Ich glaube fast, dass Garn es nicht überlebt hat. Da hinten ist noch ein Suchender, den grillen wir auch gleich mit. Vielleicht hat Schulz auch eine Spur aus Items gelegt und Garn direkt zu den Suchenden geführt. Jorgenson könnte ihn aber auch in eine Goblinhöhle geführt haben. Tja, ich denke mal, er hat es nicht geschafft. Verdammt, jetzt laufe ich noch vor zur Brücke. Wenn er da nicht ist, dann können wir leider die Quest nicht abschließen. Ah, das wäre jetzt echt ärgerlich. Oder ist er da hinten beim Hof? Nee. Könnte auch sein, dass Iverseren wieder alles vollgeblutet hat und er was zum Aufwischen holt. Und was ist mit Danny, Kuga und Unmut? Vielleicht hat einer der Neuen was ausgefressen. Sky ist auch kein Unschuldslamm. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe so einiges gehört. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt, versuche jetzt mal vielleicht die Probleme Teleporter zu Xardas. Es war genau so, wie du sagst. Ich habe mir das schon gedacht. Ego zum Pigapokos. Quatschen wir mal mit Xardas. Ach, da ist er. Du Xardas. Ich glaube, jemand hat Garn töten lassen. Was redest du da? Töten lassen? Ich kam bisher nicht in diese Gegend. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Okay. Dann gehen wir in die Stadt. Ego zum Pigapokos. Habe ich noch irgendwie eine Quest offen, die ich machen kann? Ah, Mann, das mit Garn nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ah, ich gehe lieber da entlang, ne, dass wieder der Meldor uns in die Suppe spucken möchte. Ich weiß ja nicht, ob mittlerweile jemand den aufgeknüpft hat, umgenietet oder Schulden bezahlt, was ich jetzt mal nicht glaube. Ganz genau. Und in Nordmar ist Muttertag. Aber in Freibier gönnen wir uns doch noch. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Gib mir doch ein Bier. So. Hey, du! Xardas schickt mich. Ich kann die Quest mit Garn nicht abschließen. Stimmt, er ist nicht besonders gut auf dich zu sprechen. Und sprich mit keinem darüber.
Allerdings, die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Flasche Wein. Sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, 3 Krautpflanzen müssten es schon sein. Echt jetzt? Ihr wollt euch einkesseln? Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Soll ich euch vielleicht auch noch Pizza vorbeibringen, oder was? Ich denke schon, aber ich warne dich. Die Sache kann dich zwischen 100 und 500 Erz kosten. Wer könnten diese 3 irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle 3 zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Schreckliche Dinge also. Gut. Sumpfkraut. Wir könnten jetzt mal gucken, ob am Hafen, ich weiß, dass ja da ein Päckchen im Lagerraum ist, in der Lagerhalle. Und da schaue ich jetzt mal rein. Vielleicht haben wir Glück. Und es war noch keiner zuvor da. Yippie-ki-yay, Schweineböcke. Sehr schön. Egal wie voll die Kiste ist. Savir kann noch was, Maidu. Jawohl, aber das Krautpaket, das sollte eigentlich reichen. So, dann Pyrokar. Machen wir das gleich? Ach komm, das machen wir jetzt. Ich wollte es zwar nicht so dialoglastig machen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst machen soll. Kloster. Ego zum Pegapokos. Haben wir eigentlich Lärmpunkte? Natürlich nicht. Na, du sitzt besser. Komm her und sag das nochmal. Ich bin ganz deiner Meinung.
muss eben aufpassen. So. Das ist dann reden wir mal mit dem Guten. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, jetzt komm mal runter, Alter, und schrei hier nicht so rum. Schrei ich? Oder schrei ich nicht? Und du, sagst es mir nicht, ob ich schrei oder nicht? Ja, leck mich doch am Arsch, Mensch! Eine Bande von Idioten! Überhaupt ist der Moment gekommen, wo ich dir in die Fresse hau. Diesmal schlage ich dir in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du! Taudi nur. Das ist ja schlimmer wie im Zuchthaus. Du willst bestimmen, wann ich die Fresse halte. Das werden wir aber erleben. Serpentes, das ist doch ein Geisteskranker, oder? Dieser Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen, namenlosen Helden. Nächstes Mal sitz dich in einem Scheißkostüm in der Scheißgarenjacke da. Ja, mach doch deinen Scheiß! Zufälligerweise war ich einmal nicht betroffen. Du musst es ja nicht fressen. Der Anlass war vollkommen nichtig. Und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Pyroka im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Ich versuchte einfach weiter meinen Mittagsschlaf zu halten. Bei Enos. 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 Weißt du, was Enos getan hätte? Er hätte nicht gesagt, halt die Fresse. Er hätte eine Streitaxt genommen und hätte sie dir in die Fresse gehauen. Das hätte der gemacht. Du dumme Sau. Kannst du das nicht verstehen? Dann lass es dir von irgendwem mit dem heiligen Hammer in dein Gehirn eindämmern. So dumm kann keiner sein. Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken, ein wirkliches Problem für unsere Novizen. Bei den Konflikten kann's anders gelöst werden. Am Ende der Aufzeichnung kam Sergio aus der Kapelle und bot mir an, Pyroka für mich umzubringen. Ich sagte nein, um Enos Willen, ich brauche ihn ja noch. Und ich lehnte das damals ab. Das ist alles, was du wissen musst. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Okay, so. Ich habe jetzt gerade mal auf den Tacho geschaut. Schön, wie es da reinregnet. Das ist eine schlimme Sache. Ja. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir versuchen jetzt. Wir brauchen noch ungefähr 900 Erfahrungspunkte, um einen Levelaufstieg zu machen. Und den möchte ich vielleicht noch hinbekommen. Okay. Rechnen ist also auch nicht deine Stärke. Dazu teleportiere ich mich jetzt erstmal wieder zum Pass. Ego so ein Pegapokos. Lauf ein bisschen die Strecke entlang, um irgendwelches Ungezücht einfach zu vernichten. You win. Jetzt auch einfach mal dran. Sorry, Bro. Jetzt müssen wir es doch bald haben. Ach nö, jetzt habe ich mich verguckt auch noch. Na gut, dann zurück zum Kloster. Ego sum Pegapokos. So. Ich mach das jetzt so.
Ich werde jetzt hier mal eine kleine Keilerei anfangen. Man erzählt sich ja so einiges. Und nicht, du hast es nicht gewusst. Werde hier runterrennen. Das liegt doch auf der Hand. Genau hier werde ich die Feuermagierrobe deponieren. Bekommt noch die Rüstung angezogen. Das rostige Schwert lassen wir. Das eine sag ich dir. Ich mach den Fleck nicht weg. Mich fragt ja keiner. Leg dich nie wieder mit mir an! Das war nicht gut. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, Challenge überlegen. Und zwar, ich habe mir gedacht, wir könnten es so machen, dass Jorgenson in der nächsten Folge 5 Milizsoldaten töten muss. Das wäre eine gute Challenge. Dann speichern wir das. Ach komm, lassen wir uns noch ein bisschen runterprügeln. Laden wir nochmal lieber, das ist doch ein bisschen zu arg. Obwohl, es geht so. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und schaut natürlich morgen bei Jorgenson vorbei und bei allen anderen auch. Und wir sehen uns dann wieder in 9 Tagen, 10 Tagen, keine Ahnung, und zur Folge 30. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus! Hey, hast du schon gehört? Für Abonnenten gibt es frei Bier. Schnell, sonst versäumst du noch den Auftritt.